Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir versuchen heute abermals uns gegen die Orks hier zu behaupten. Schauen wir mal, ob es mir jetzt endlich mal gelingen tut. Es sind halt nun mal 4 Orks, die es halt unbedingt wissen wollen. Ich versuche mal, weiß ich, 2 oder so herzulocken. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. So, ich habe auch Ringe, ich habe die Ringe, den Gürtel und so weiter ausgetauscht, damit sie mir Waffenschutz geben. So, du bist hin. Ja, und du bist auch gleich erledigt. Perfekto. Läuft. Ja. Läuft gut. Endlich haben wir 2 besiegt. Nur kurz klubschen. Ja, jetzt denkst du, ne, Schutz vor Waffen 167 haben wir, vor Geschossen 127, das reicht schon mal fürs Erste. Ihr seht ja, ne, 2, ich glaube, ein paar Treffer habe ich kassiert, ihr seht ja, ne, kaum Energie verloren, jetzt läuft's. Also gut, dann gehen wir gleich die nächsten an. Hallo. Kommt's nur her, ihr 2 Deppen. Wenn's geht, die Wags vielleicht nicht pullen. Die vielleicht etwas später. Bam! Katschanga! Katschanga! Jawohl! Und du auch! Katschanga! Komm! Katschanga! Perfekt! Das war's mit dir, du Mistviech! Sehr gut! Sehr gut! Dann sind als nächstes die Waag dran. Komm daher, du Sautöle! Du Blöde! Knulli, 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 Knulli! Bam, Katschanga und Katschanga, jawohl. Und mehr Katschanga, jawohl. Katschanga, Katschanga, Katschanga und Katschanga. Jawohl, das waren einmal 3 Wags. Hervorragend. Diese Rüstung funktioniert super. Ich kann mich freuen, tut. So, Orkis, hallo. Wow, ein Schamane. Krieger, Schaman, wow. Einmal ein bisschen weglaufen. Gegen das Feuer dürften wir, denke ich, noch nicht ganz abgehärtet sein. Komm zu her, Depp. Jawohl. Nochmal Katschanga. Jawohl. Du auch. Und Katschanga. Jawohl. Uha. Sehr schön. Läuft ja prima. Sehr schön. Ein paar Goldmünzen haben sie. Perfekt. Dann haben wir noch 2 Schamanen vor uns und dann geht es auch schon weiter. Ich bin mir jetzt fast sicher, dass wir auch jetzt gegen den Drachen eine sehr gute Chance haben werden. Bam, tschak, brak, boom, tschanga, jawohl. Ich stelle mich mal da rein, in der Hoffnung, dass der Ork nachkommt. Kommt er? Trottel? Wow, nein, muss ich so umklatschen. Bam! Ja, ja. Und Katschanga. Komm, Katschanga. Jawohl. Sehr gut. Das nennt man mal ausrotten. Muhaha. Hervorragend. Schön. Wir werden trotzdem hier in diesem Kämmerlein einmal ein bisschen nach dem Rechten schauen. Vielleicht ist hier irgendwas. Ich bilde mir ein, ich war schon da. Als wir das erste Mal im Minental waren, da war normalerweise eine Leiche. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch was übersehen. Das könnte auch möglich sein. Schauen wir mal. Ja, passt, da waren wir schon. Alles gut. Schade, dass hier kein Bettchen ist. So, und weiter geht's. Die Hates. So, mal schauen. Ah, da haben wir schon den nächsten Ork. Komm her, Trottel. Jojo, komm nur her. Ja, Hugachaka. Bam, Kachanga. Kachinkachanga. Jawohl. Idiota, Idiota. Perfekt. Ein Wargilein. Der wird auch bald das zeitliche Segen. Komm her, du Sauhund. Hör auf zu knurren. Bam. Und Kachanga. Jawohl. Passt. Sehr schön. Ich liebe diese Rüstung. Wir halten so viel aus. Das ist ja schon fast ein Fest. Nein, nicht fast. Das ist ein Fest. Komm her, Orki. Wow, ich habe 2 gehört.
Die schaffen wir. Bam, Katschanka. Perfekt. Auch weg mit dir. Oh, Katschanka, Katschanka, Katschanka. Weg. Perfekt. Ah, ich würde mir wünschen, wenn wir diese Klaue Belias dann für den Dreierteil gleich mitnehmen könnten. Das wäre super. Da würde ich mich echt freuen. Aber wir werden dort natürlich wieder mal mit quasi leeren Händen anfangen und uns langsam wieder zu Stärke aufarbeiten müssen. Wie es eben so üblich ist. Katschanga, komm, jawohl. Das Katschanga war jetzt wie ein Stichwort. So, ah, das ist der nächste. Oder die nächsten. Bam, weg mit dir, du Mist. Komm, stirb. Perfekt. Du sowieso auch. Ah, da oben sind Feuerwarane. Boah, mich ärgert es so, ne? Dass ich nicht weiß, wie man deren Zungen sich nimmt. Ehrlich gesagt, das ärgert mich schon sehr. Ich habe auch überhaupt keinen Plan, wo man das lernen kann. Früher hat uns das Urschak beigebracht. Ja. Den guten gibt es scheinbar nicht mehr. Schade, schade. Wir könnten auch mal den Schürfstellen quasi einen Besuch abstatten, wo wir doch schon mal hier sind. Vielleicht finden wir noch ein paar Viecher, die wir klatschen können. Oder vielleicht einen Platz, wo wir uns ausruhen können. Was seid ihr? Seid ihr Drachensnapper oder seid ihr Beißer? Schauen irgendwie aus wie... Nein, wie Razors schauen die aus. Ich sollte vielleicht... Warte mal. Ich werde dich mal ganz kurz heilen tun, ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Schwere Wunden haben wir eigentlich nicht. Mittlere, die müsste reichen. Tadam. Perfekt. Sehr schön. Weil, wie gesagt, ich habe es euch eh schon tausendmal erklärt. Ich möchte gern so viele Erfahrungspunkte wie möglich haben. Das sind alles Drachensnapper. Alter, ich hätte mich jetzt gerade fast selbst umgebracht. Tja. Ja. Komm her, Mistviech. Katschanga. Katschanga. Und Katschanga. Ka-ka-ka-ka-chichunga. Chucha-chinga. Katschanga-chunga-chi. Jawohl. Weg mit dir, du Mistviech. Perfekt. Wow, jetzt kann ich wieder bei jedem, also nach jedem Mistviech, wieder blöd speichern gehen, ne? Ja, was so ist. Oh, oh, das sind zwei. Das ist nicht gut. So, von hier vielleicht. Das Glück versuchen. Dass man nur einen pullen. Ja, hallo. Hallo. Bäh. Mist. Ich will ja nur einen einzigen haben. Auf keinen Fall zwei, weil die verjausen uns. Arschkopf. Jawohl. Perfekt. Ja, so wie es aussieht, werden wir heute wahrscheinlich keinen Drachen besuchen, keinen weiteren, sondern erstmal wieder Erfahrungspunkte sammeln, wie verrückt. Bam! Komm schon, Katschanga, Katschanga. Und noch mehr Katschanga. Jawohl. Einmal noch vielleicht. Bam. Oder so. Das geht auch. Sehr schön. Und da brauche ich schon wieder Heilung. Baram. Sehr gut. Wieder speichern, so wie üblich. Sonst muss ich wieder Drachensnapper von vorn machen oder so. Komm her. Mistviech. Hm, da liegt eine Steintafel. Moment, habe ich diese Viecher überhaupt nie besiegt? Schaut aus, die überhaupt nie war. Wow, der ging super. Wow. Der hat sich fast erschrocken, ne? Komm her, Mistviech. Katschanga. Komm, mach Katschanga. Viel Katschanga. Wow. Katschanga, Changa, Changa. Mach, hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Na, mach mal was. Ich glaube, Klaue Belia ist kaputt. Na wohl, lebt schon noch. Passt, weg mit dir, Mistviech. Ja, das könnte jetzt zu knapp sein. Was haben wir hier für eine Spruchrolle? Sehr gut.
Großer Feuersturm. Ah ja. Oder wie, oder was? So zum Heilen. Schwere Wunden will ich ehrlich gesagt nicht benutzen. Da werde ich dann jetzt wieder auf Tränke umsteigen. Röstelchen runter damit mit der Suppe. Alter Schwede, was ich, wenn ich das sehe, was wir da noch an Fleisch zum Braten haben. Jesus und Maria. Ja, da wartet noch Arbeit auf mich, auf uns. Ja, werden wir dann mal, wenn ich mal mich als Küchenchef versuchen. Komm her, du Mistviech. Ja, ich traue mir wetten, dass bei der Schiffstelle bereits alle tot sind. Also lieber haben wir Männer, die noch überlebt haben. Bam, bam, boom. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistviech. Sehr gut, wieder speichern. Ich riskiere es nicht, dass wir den nochmal machen müssen. So, jetzt der letzte. Komm her, du Zipfelklatscher. Bam, Katschanga. Katschanga. Bam, Chak, Brak. Bam, boom. Jawohl. So ist es schön. Sehr gut. Mal ein kurzer Blick auf die Erfahrungspunkte. Ja, wir haben gleich wieder eine Stufe aufgestiegen. So einfach wird das gemacht. Es ist ja auch schön, ne? Diese Drachensnapper geben ja richtig viel Erfahrungspunkte. Sind das jetzt auch welche? Pfui, gleich zwei nebeneinander, das mag ich gar nicht. So, wie bulle ich die jetzt am besten? Dass ich nur einen krieg. Ja? Ja? No. Einer? Nur? Einer? Kommen jetzt beide, ne? Dann bin ich tot. Nein, es kommt nur einer. Boah, Glück muss man haben. Komm her, Mistviech. Wenn ich bedenke, was wieder noch in Korin ist, an Drachensnappern zum Klatschen haben. Komm, Claudia. Bam, zack, nochmal. Und Katschanga. Komm, Katschanga. Jawohl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Und die nächsten Tränke. Rein damit. Gluckel, gluckel. Gluckel, gluckel. Gluckel, gluckel, gluckel. Ich weiß, diese solche Folgen sind wahrscheinlich eher langweilig für euch. Aber das gehört zum Spiel dazu. Ganz einfach und unkompliziert. Schau, wie der schön auf dem Stein steht. Hättest du jetzt nicht die Nase anhauen können, du Mistviech? Das hätte so lustig ausgeschaut. Da. Gleich mal ein Viertel Schaden, nämlich auch noch kassiert dadurch. Das wäre so cool gewesen. Naja. Dann geht es hier auch gleich weiter. Ich glaube, da drin lebt sogar noch jemand. Wow, die stehen eng beieinander. Das mag ich aber gar nicht. Mal speichern. Das könnte jetzt bissig werden. Warte, die greifen da was an. Lauf, 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 lauf. Ein Ork. Idiot. Wir sterben, Mistviech. Wow, Elite-Trottel. Ah! Alter, alter, alter. Komm, wir sterben. Was, der ist hinten. Nein, ich wollte ihn ja nicht töten. Was zum Teufel? Da drin sind alle tot. Da hinten ist noch ein Schamane. Fuck. Die sind alle tot. Bam, bam, bam. Chuck, brack, boom. Gesh, chepper, boom. Die sind alle hinten. Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Lol, da drinnen schürfen noch ein paar Leute. Und das war's. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die sterben mussten. Oder ob ich die jetzt hätte beschützen können. Ist da oben noch ein? Nein, warte mal. Warte mal, ich probiere was. Ich probiere was, ob man die retten kann. Oder ob ich sowieso schon viel zu spät dran bin. So, schnell rauf da.
Das ist auch übel, dass da Orks sind, ne? Wir sterben. Perfekt. Der Elite, das Elite Kyber da kommt auch. Bam, bam, boom, Ash, Chepa. So, komm her, wie scared. Alter. Uha. Wir sterben. Stipp weg. Was, der ist auch hin? Wow, der Schamane, ne? Du Arschkopf. Nein, da konnte man leider keinen mehr retten. Ja, dann müssen wir es so gut lassen, ne? Also so sein lassen. Das ist ja übel. Aber ich glaube, es führt dir mal eine Quest dann wieder hierher, um nach dem Rechten, glaube ich, zu schauen. Und dann haben wir eben festgestellt, dass da nichts mehr lebt, eigentlich. Nichts zu plündern. Jetzt denkst du, ein Sträfling kriegt auch nichts. Ist da noch was? Nein. So ein Sträfling kriegt auch nichts Gescheites zum Fressen, ne? Also wie ein Apfel. Kannst auch Dankeschön sagen. Da ist noch eine Elite. Sehr, sehr scheißlich. Also, dass die... Ja, da ist noch ein Schamane. Ich bin doch nicht blöd. Das ist doch ein Schamane da vorne. Also ein Orkschami. Ich sauf mal was. Irgendwie tut der uns nichts. So. Da ist nichts zu holen. Mal schauen. Orkschamane. Weg mit dir. Orks sind auch alles voll mit Orks. Alter Schwede. So. Da oben sind Drachensnapper. Alter Schwede. Nee, nee, die hatten schon recht, dass sie hier sterben werden, alle zusammen. Das ist ja auch eine ausweglose Situation hier, ne? Nichts zu holen. Ja. Schade um die Burschen. Das lief nicht gut für sie. Zum Glück haben wir den einen Kerl noch befreien können, also hier raushelfen können, der wäre sonst auch gestorben, dieser Billgott oder wie der hieß. Der Rest ist halt draufgegangen. Sehr übel. Ja, den Ring kann sich der Typi halt behalten, ne? Den er damals mitgegeben hat. Und da sind noch ein paar Butler und das war's. Hey. Fett ist nochmal... geht's dir gut? Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Und ja, kurz, das, oder? Das kippen wir mal weg. Das waren dann auch schon alle, ja. Ich werde versuchen, ihm seinen Geldbeutel zu stibitzen. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Hey, you. Hallo. Gib her mal das gute Stück. Yeah. 110 Erfahrungspunkte. Dann muss ich mal kurz auf die Uhr klubschen. Ah ja. Ein bisschen haben wir noch. Ja, dann können wir noch die zwei Drachensnapper da unten probieren. Zu killen. Und dann, ja, wäre das auch schon wieder das Ende für den heutigen Part. Na, kommst her? Komm her. Komm her. Komm. Snappy? Ja. Na, servus, Kaiser. Also wirklich, die armen Schweine, da haben sie keine Chance. So schlecht bemannt, wie die hier waren. Da haben sie gar noch keine Meter. Das ist zum Sterben. Also da bist du zum Sterben, verdammt. Da hast du keine andere Wahl. Oder Möglichkeit oder was weiß ich. Komm her, Snappy. Bam, Chunk, Frack, Boom, Chunk, Ha, Chunk. Jawohl. Wir haben bedenkt, dass die uns mal mit einem Biss verjausnet haben. Und jetzt das ganze Machtverhältnis sich eigentlich geändert hat. Ich finde, die schlagen uns doch gar nicht so schlecht. Passt. Dann glaube ich, sind wir hier fertig und können uns weiter, ja, entweder in die Richtung, dass wir so einen Kranzel machen, können wir auf jeden Fall auch machen, dass wir quasi da oben die Orks ausschalten, da oben die Drachensnapper, dann haben wir wirklich schön abgesandt, was Erfahrungspunkte betrifft, schon mal schön gesäubert alles.
Und dann würde ich vorschlagen, wow, das sind Viecher, dass wir dann im nächsten Part vielleicht sogar einen Drachen angehen. Ja. Mal schauen. Mhm. Jupp. Der Part ist schon zu Ende. Okay. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!